ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir werden heiraten. Heute werden wir unser Brautkleid holen gehen. Also Mama fährt hier gerade schon ganz schön schnell hier durch die Gegend. Wir holen jetzt nämlich Lauri von ihrer Schule ab und die beiden werden quasi bei uns heute dabei sein. Und jetzt fragen sich bestimmt welche, warum jetzt nur meine Schwester und meine Mama mitkommt. Aber es ist ja auch Inas Familie und es dürfen auch wirklich nur zwei Leute mitkommen. Ja. Deswegen drehen wir auch dieses Video für euch und einerseits auch für die Menschen, die wir auch gerne dabei gehabt hätten, Familie und Freunde, aber die halt leider noch nicht dabei sein können. Genau, und wie wir das machen, ist, dass wir quasi, wir werden da zusammen alle hinfahren, aber da wir das ja nicht zusammen uns anschauen werden, wird quasi einer immer im Wartebereich sozusagen warten, bis zwar quasi alles fertig ist. Es dauert vielleicht 3 Stunden insgesamt oder so, das geht. Aber ich glaube, das kriegt man gut hin, es gibt echt genug zu sehen. Ja, deswegen, also letztes Mal haben wir jeder 1,5 Stunden gebraucht, ich glaube, das wird jetzt wieder so sein und dann kann man ja so lange kurz einfach chillen. So, das ist auf jeden Fall der Raum hier. Mama und Ina sind gerade im Bad und die jetzt coolen wird Ina, Leute sind schon da. Ja, Ina wird jetzt gleich hier zuerst in diesen großen Raum reingehen. Ich werde so lange, kann dann super abschließen, ich werde so lange draußen warten. Ich habe genug Beschäftigung, es gibt da so schöne Kleider, ich werde mich einfach schon mal umschauen und so. Ich freue mich richtig, richtig doll. Und ich bin so gespannt, für welches Kleid sich Ina entscheidet. Ich bin richtig, richtig aufgeregt und das Gute ist, dass wir nicht das gleiche Kleid holen werden, weil wenn Ina sich ein Kleid ausgesucht hat, wird es auch weggehangen und ich freue mich sehr, sehr doll. Es ist jetzt übrigens genau 15 Uhr. Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen. Und? Okay. Los! Oh! Wie schön! Hübsch, ne? Boah! Wie so eine Prinzessin! Krass, na, wie fühlst du dich? Toll! Ganz schön schwer. Geht dir gut? Ich weiß es irgendwie nicht so richtig. Dreh dich mal bitte um. Ja. Sieht sehr schön aus. Sieht wirklich hübsch aus. So, schaut mal, das ist jetzt mein nächstes Kleid. Es hat ein bisschen einen anderen Ausschnitt, das ist hinten nicht ganz zu, aber macht ja nichts. Ich bin super unentschlossen. Wir ziehen jetzt eins an, was eine Kombi aus den vorigen und dem ist. Mal gucken. So, ich bin jetzt hier draußen und da ist der Raum, wo Mama, Laura und Ina drin sind. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß weder, welche Kleider sie sich rausgeholt hat. Ich weiß nur, dass sie, ich glaube, 6 Stück sich oder so rausgesucht erstmal hat in der engeren Auswahl, so am Anfang. Aber es ist mega schön hier und ich bin hier die ganze Zeit am Rumlaufen und gucke mir schon an, welche ich gleich anprobieren möchte. Und es ist wirklich riesengroß hier. Ich glaube, wir sind sogar die Einzigen hier. Und hier chill ich die ganze Zeit. Hier sitze ich die ganze Zeit rum und gucke mir quasi die Kleider an. Und ich bin richtig, richtig, richtig doll aufgeregt. Es sieht so, so schön aus. Und ich bin wieder richtig emotional und sentimental, weil ich mich so auf diesen Tag freue. Und ich bin auch froh, dass es eine Überraschung ist. Also klar, wir waren übrigens kurz davor, das komplett zusammen zu machen, also dass ich auch da drinnen sitze und mitentscheide. Aber dann haben wir gesagt, nee, ich schneide ja sowieso das Video. Also ich werde das Video ja sowieso sehen. Aber Ina wird quasi das Kleid, also diese Videosequenz mit dem Kleid, was sie am Ende nimmt, wird sie dann von der Kamera löschen, sodass ich nur die anderen Kleider sehe. Also ich werde dieses Kleid, welches sie sich holt, nicht sehen, weil sie das quasi von der Videokamera löscht und ich diese Videosequenz niemals sehen werde. Und das gleiche werde ich natürlich dann auch bei mir machen. Und ich bin super, super aufgeregt und da sehe ich es ja auch nochmal, was sie für Kleider so anhat und für welche sie sich quasi nicht entschieden hat. Und ja, man kann sich hier echt super die Zeit vertrödeln. Okay, jetzt könnt ihr gucken. Und Action! Und
nochmal ein anderes Kleid angezogen und jetzt bin ich total verwirrt. Oh, ich weiß jetzt gar nichts mehr. For you this whole life long, every other lover had done me wrong. You'd think I'd have been hopeless, but I held out nonetheless. With every bit of faith I had, I held on. Also ich kann euch sagen, entweder wird es das mit dem Schlitz oder es wird das andere. Drinne. Und zwar sind alle Kleider schon weg. Ich sehe eigentlich nichts mehr. Und ich bin so, so gespannt. Ina hat ihr Kleid jetzt gefunden. Sie ist jetzt ganz kurz eine Runde spazieren und wir haben jetzt auch schon gerade angestoßen. Hier mit einem Glas alkoholfreien Sekt und einmal mit Alkohol. Und ich bin so gespannt, was es für ein Kleid geworden ist. Jetzt bin ich übrigens dran. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass das Video ganz schön lang wird. Also anhand des Videomaterials. Und ich denke, dass wir meinen Teil im zweiten Teil machen werden. Also ich denke, dass das jetzt nur Inas Video sein wird und ich quasi im zweiten Teil kommen werde, weil das sonst einfach zu lang wäre. Also gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr unbedingt auch meine Angrube sehen wollt. Allgemein für alles, wir haben euch riesig doll.